Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Reise- oder nur ein Checkpoint war. Sieht aus, wenn es nur ein Checkpoint-Point ist. Ja, das ist nur ein Check-Save-Punkt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, aber würdest du das Spiel empfehlen? Ja. Ja. Ja, doch. Jetzt kommt bestimmt was Nächstes. Und warum? Weil es geil ist. Es ist schon ganz gut. Boah, ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Was ist mit dem los? Wie, warum? Weil ich sage. Ist doch alles okay, wenn ich das sage. Ob du sterben möchtest. Ja, komm her. Hast gesehen, wie ich sein Schild weggeschlagen habe? Ich habe das gesehen. Ich möchte dich hiermit zu dieser großzügigen Tat beglückwünschen. Ich wollte es nur erwähnen. Ich wollte jetzt keine Lorbeeren haben von dir. Du willst immer Lorbeeren haben. Du magst das doch. Sicher, weil es Spaß macht. Es hat halt einen guten Flow, das Spiel. Obwohl so ein paar Gegner schon recht fies sind. Wie zum Beispiel der da. Ja, zum Beispiel die neuen großen Schildträger mit Speer sind jetzt erstmal lästig. Okay, der ist... Der Entwickler hat noch nie vorher was gemacht. Also die haben kein vorher entwickeltes Spiel unter dem Namen gebracht. Deshalb wird es keinen, wirst du keine Connection zu einem anderen Titel aufbauen können. Hast du euch damals mit uns Astronier mitgespielt? Nee, ne? Nee, das waren Mo, Daniel, Jordel und du. Ach ja, Jordel. Deshalb erinnere ich mich daran nicht mehr. Ich hatte mich, als damals Astronier rauskam, hatte ich mich für das andere entschieden. Ich glaube, Osiris New Dawn hieß das. Ja, da hast du dich ja richtig entschieden. Ihr habt euch ja auch richtig entschieden. Ihr habt ja auch seitdem nicht mehr angerührt. Aber jetzt kommt die Version 1.0. Im Februar. Early Access endet. Und ich habe heute noch ein Video gesehen über alle Änderungen, die seit Early Access Release dazugekommen sind. Und wie das jetzt sich verändert hat und alles. Es sieht halt noch cooler aus und es scheint auch noch besser zu sein jetzt. Kann ja auch mal wieder in Osiris reingucken, was sich so geändert hat. Wahrscheinlich nichts. Das werde ich erst erfahren, wenn ich es gespielt habe. Was ist eigentlich mit Jordel? Jordel hat gesagt, er studiert jetzt mehr. Also damals hat er gesagt, er studiert jetzt mehr und will sich eher darauf konzentrieren. Und er musste sich halt entscheiden. Entweder durch die Clubs ziehen und neue Punkt finden und studieren oder halt spielen. Na komm her, komm. Ob du Mike bist. Was hat Jordel getan? Jordel hat überhaupt nichts Schlimmes getan. Jordel hat sich nur entschieden, community-technisch
was anderes zu machen, als hier sich am Stream und sowas zu beteiligen. Ja, ist doch so. Also keiner hat ihn gezwungen, nichts zu machen. Also beziehungsweise zu gehen oder sonst irgendwas. Das ist stimmt. Das stimmt, was für ein Satz. Ja. Und es war halt einfach, er konnte ja auch gerne weiter hier mitmachen, solche Geschichten, aber da er ja, sag ich mal, als Mod jetzt nicht immer die richtigen Scheine auch getroffen hat und auch nicht eigentlich nichts mehr gemacht hat in die Richtung, habe ich dann gesagt, ja, Mod-Status brauchst du ja nicht mehr. Und dann war der halt eine Diva auch ein bisschen. Damals. Interner. Damals, wo man Robin in der Schulzeit kurz vor 0 Uhr gebannt hat, bis 8 Uhr morgens. Jolle ging mir immer auf den Keks von seiner Art her, hat jemand im Chat geschrieben. Aber Jolle ist wirklich so, der war nicht gestellt, oder? Das ist dann so... Das ist so, wenn du RTL guckst und immer denkst, die Leute sind doch alle nur gecastet. Wow. Bin rasiert worden. Ich hab's gesehen. Aber es verändert sich ja immer. Es gibt keine Konstante im Leben. Man kann nicht das Gleiche für immer halten. Sonst würde ich aussehen wie Anfang 20 und nicht wie Anfang 30. Obwohl Anfang 20 war gar nicht so cool. Wo ist denn dieser Mike? Der muss doch hier irgendwo sein. Hallo. Hast du Mike gefunden? Nein. Rennst du gerade vor mir weg? Nö. Ist Mike vielleicht... Ist Mike vielleicht gar nicht hier, sondern eine Etage tiefer? Moment, warte mal. Ich hab Mike. Schön. Ich nicht. Ich weiß. Ach, wäre schön, wenn du hier wärst. Wäre schön, wenn du mir die Füße fassen könntest. Warum haben die Leute das immer so mit den Füßen? Soll ich es dir anders sagen? Nein. Okay. Wir müssen doch hier seriöses, elitäres Gameplay produzieren. Okay. Ich sehe dich! Übrigens, hinter dir ist jemand. Ja, ich sehe dich, das bist du. Und da ist Mike. Hi, Mike. Ah, nee. Malik. Mir gefällt Mike besser. Lass mich doch in Ruhe, ihr außergewöhnlichen Menschen. Komm doch raus. Also mit Haaren könnte es bedeutend schlechter aussehen, muss ich dazu sagen, Ketzer. Ich hatte bei mir früher in der Klasse welche, die haben mit Anfang 20 schon Glatze gehabt. Deshalb bin ich ganz zufrieden mit der Entwicklung meiner Kopfbehaarung. Das ist ja auch genügender Satz. Am Arsch, ne? Ist jetzt... Ach, du meinst, ich kann Balthasar einfach auf den Kopf setzen. Oder so. So, Mike hat eine Weisheit für uns. Dark One gifted me
the Umbral Veil. As I carried it from the deepest corners of the land, it permeated my soul, whispering of power to put an end to death, enough to hold the encroaching darkness at bay. Truthfully, I coveted the Umbral Veil by the time I returned triumphant. The shadow of the Ashen pried the veil from my hands and banished me to walk in the dark. Wo wir so bei Haare sind übrigens, es sind ja die Leute immer, die dann, sag ich mal, dann sagen die, oh mein Gott, es fängt an mit den Geheimratsecken und so weiter. Ja, jeder hat Geheimratsecken irgendwo. Der, sag ich mal, jetzt nicht, weiß ich nicht, von Genetik her das Glück hat, dass ihm die Haare nur grau werden, aber niemals ausfallen werden. Was wollte ich dazu sagen? Ja, dann fangen die an, oh, dann rasiere ich mir eine Glatze. Aber das Problem ist, wenn du eine Glatze rasierst, sieht man noch stärker, wo deine Geheimratsecken anfangen. Da muss ja nur ganz einen Millimeter rauskommen, dann siehst du ja schon am ganzen Kopf, wo dann, sag ich mal, deine Haare anfangen. Totaler Blödsinn. Macht das Ganze noch viel schlimmer. Okay. Okay. Defeat the shadow of the Ashen and remove the vile Umbral Veil from the Thyrus. Ja, Testosteron kann Haarausfall beschleunigen. Aber es ist nur so ein Indikator, also an sich ist es genetisch bedingt, weil jede Wurzel von den Haaren hat eine Lebenserwartung und irgendwann stirbt halt diese, sterben halt die Zellen von dieser Wurzel ab und das ist halt, sag ich mal, vorkodiert. So, das haben wir hier alles. Ja, aber war, ach so, wir sollen Malek töten. Ja, den habe ich gerade umgebracht. Ach so. Ja. Weil bei mir labt er noch. Lebt er noch. Dann haben wir alles hier fertig. Sollen wir das Skelett nehmen, um zurückzugehen, weil... Ja. 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 Ja, aber eher das Problem, dass ich ja total Lockenkopf bin und meine Haare in alle Richtungen wachsen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das passiert. Du könntest sie jeden Tag glätten. Das wird jetzt erstmal dauern. Aber einen Haufen Waffen haben wir gefunden. Du bist so kind, wie du stark, mein Freund. Ich nehme das Horn zu Silurin. Aber zuerst, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Also wenn wir so viel Stuff bekommen haben, dann wird der Endkampf bestimmt richtig krass. She thinks our work could help others, but Bateron has been sick for too long. Ja, gute Frage. Why would his own sister give up hope like that? No, I won't accept it. I've spoken with Amara about it. She told me of the mother scale. Geffen once gave one of her scales to her dying lover. A listener man. It restored him. Amara. So ein Tom Hardy-Schnitt würde hier sicher stehen. Keine Ahnung. Schild. Nomadenbalken.
das einzig Wahre wären Dreadlocks beim Proof. Ich finde Dreadlocks super eklig und ich finde es auch, dass sie ganz schlimm stinken nach einer Zeit. Das Problem ist ja auch, dass er die Haare nur abschneiden kannst. Und das wächst auch so total scheiße raus. Deshalb, ich weiß nicht, warum Leute sich Dreadlocks machen. Und dich mit Dreadlocks, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder so über den Kopf, dieses Flechten von vorn nach hinten. Damit die mich in meiner Gang erkennen. As the ashen faded, he became obsessed with the light. It cost him everything. Und dann ritze ich mir noch Kerben in die Augenbrauen rein. To my shame, I was not there to aid him as our beloved Lathyrus succumbed to the dark. Aber auf eine Sache kann ich eigentlich stolz sein. Von allen YouTuber-Kollegen, die ich kenne, seit Jahren bin ich der Einzige, der sein Gewicht hält. Die anderen sind ganz schön fette Schweinchen geworden mit der Zeit. All is Lunte. Was haben wir denn für neue Dinge hier? Deine Schritte alarmieren die Feinde nicht mehr. Bonusmaterialchance. So fett ist Bibi auch wieder nicht. Bibi ist, schwanger, glaube ich. Was? Kann ich die nächste Laterne herstellen? Gibt auch Frauen, die sind 3 Jahre schwanger, sobald die sagen, also beziehungsweise, damit man nicht merkt, dass sie fett sind. Also wenn du zu wenig Gewicht hast, also untergewichtig bist, das kann viele Gründe haben auch. Also man kann damit auch von Arzt zu Arzt rennen. Ich baue mal ein, dass meine Gesundheit sich regeneriert langsam. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Genetisch im grünen Bereich. Es gibt ja Leute, die haben eine schlankere Figur. Ich war ja auch jemand, der immer schlaksig war. Und wenn ich zunehme, nehme ich halt einfach nur am Bauch zu. Alles andere bleibt so, wie es ist. Ah, well. Lyra is clearly sticking to the shadows. She must know we're on to her. Now, there's a curious thing. Is that a leg bone you have there? May I see it? Oh, Bibi hat schon geworfen. Stand doch zumindest in der Zeitung mit den 4 Buchstaben. Keine Ahnung, was Bibi macht. Well, I'll be a tinker's cuss. That's my leg bone. And look, that's some foregone fungus growing on it. Ich glaube immer noch, dass der Freund von ihr der Bruder ist. Weil die sich einfach vom Gesicht her total ähnlich sehen. Als wenn es Geschwister sind. Lyra might be making a foregone flock here. Foregone feed on bits of soul left in bones, and it learns as it eats. Und ich meine es nicht böse, so wie, ihr seht aus wie Geschwister oder bla bla bla. Es gibt ja diese Pärchen, die einfach, sag ich mal, sehr, sehr, sehr extrem ähnlich sind. We have to find her. She'll be in the Featherlands still, somewhere deep and dark. Ups. Ohne Witz, wie oft ich die Vasen hier schon kaputt gemacht habe, ey.
Also jetzt, wo man wieder eine neue Laterne herstellen kann. Glaube ich, dass die keinen besonderen Unterschied machen, außer dass die vielleicht heller sind. Okay. auf X Punkt 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 irgendwas, sagen wir, auf irgendwelchen Pornoseiten steht immer jedes zweite Video Bruder, Schwester, bla, weil es sich einfach besser verkauft. Das sind aber immer Stiefschwester oder Stiefbruder. It's a shame, weil ansonsten darfst du, sag ich mal, sowas nicht machen. Obwohl es gibt, glaube ich, auch so eine Serie, The Incest Family. Now give me the world seed, so that I might grind it up and brew a remedy for my fingers. Oder Mutter teacht ihrer Tochter, wie man ordentlich dem Freund bei der Gartenarbeit zusieht. This seed, an abundance of life, imprisoned within a tiny cell. Warum verkaufst du sowas besser? Es hat damit was zu tun, dass es Tabus gibt im Leben. Und solche Tabus ziehen Leute an. Und ein Tabu ist natürlich, dass du deine Stiefschwester, wenn sie gerade halbnackt im Bett liegt, nicht deinen Penis in den Arsch stecken solltest. Und solche Tabus werden natürlich für pornografisches Material genutzt, damit die Leute, sag ich mal, ja, angetörnt werden. Ich finde, ich habe das sehr politisch erklärt. Ja. Hi, fine. Du schaust so viele Schmuddelfilme, Proof. Da war meine Familie nicht so verklemmt. Ach, ihr schlaft wahrscheinlich auch zu viert im Bett, ne? Wenn das schon so anfängt. Wie viele Speere habe ich? Okay, 45 sollte reichen. Aber es gibt echt lustige Plots, also man kann sich wirklich an pornografischen Filmen sehr belustigen. Well, I'll be a new hatched skeglet. That there's our squirming friend's lure. Pass it over if you please. I'll find a worthier owner than that gory skeghead ever was. Und wenn die Welt wie ein Porno wäre, musst du dein Ding einfach nur häufig genug rausholen in der Nähe einer Frau und die wird dann irgendwann Sex mit dir haben. Ich glaube, den Plot habe ich mal in so einem Zusammenschnitt gesehen von so einem How to fuck your Stiefschwester, schieß mich tot. Oder Witz, da würdest du dein Dödel permanent draußen halten, du würdest gar nicht mehr einpacken. Ja, einfach rumrennen, immer den Dödel in der Hand halten. Die kann sich darüber aufregen die ganze Zeit, irgendwann sagt die, aber an sich ist dein Penis ja ganz nett. Und mein Ex-Freund, beziehungsweise mein Freund hat mich gerade betrogen, jetzt betrüge ich den mit meinem Stiefbruder. Genau. Rache-Sex. Oder du machst Spaß und kitzelst deine Stiefschwester auf der Couch. Und dann, ups, beim halbnackt Kitzelspielchen rutscht dir dein Rohr halt in ihre Vagina. Und dann fällt dir so auf, ach, das gefällt mir ja. Weil man weiß ja, dass Frauen sich sofort verlieben, wenn man bei denen was reinsteckt. Aber dass die sich verlieben, ist übrigens eine Sache, das ist wirklich ein Effekt, der im Gehirn bei der Frau nachgewiesen wird. Also eine Frau wird durch sexuelle Handlungen verliebt die sich eher als ein Mann. Also ein Mann kann das stärker differenzieren. Also leichter differenzieren, sag ich. Sex mit Gefühlen oder ohne Gefühle. Da habe ich meine... Ist aber schon ein paar Jahre her, kann auch sein, dass das wieder obsolet ist, habe ich mal eine Studie zugelesen. Wo die halt, sag ich mal, Frauen an Hirnscanner, bla bla bla, und dann wurden halt die Areale für Verliebtsein aktiviert. Ahu, the curse is gone. I can feel it. As surely as I can feel the light on my face. And Malik, he left something, didn't he? Please, do me this one last favor. Show it to me. Okay.
Ja, ist doch schön, wenn du eine offene Beziehung geführt hast. Hoffentlich hast du davon auch was gehabt und nicht nur sie. Weil häufig ist es in einer offenen Beziehung so, dass eine Seite das verlangt und die andere Seite kann es akzeptieren oder sein lassen. Und die eine Seite sagt dann, okay, das ist in Ordnung für mich, obwohl es nicht in Ordnung ist. Und dann ist das eine offene Beziehung und die eine Seite nutzt das gar nicht, während die andere Seite, sag ich mal, so leben kann, wie sie es haben will. This shield, it was once the symbol of our noble house. Ahu drew it for me one day. It's yours now, my friend. My family has a future again. We don't need the past. Xenon sagt, ist genetisch bedingt und dient der Fortpflanze. Männer können sich direkt weiter fortpflanzen. Frauen brauchen dafür erstmal 9 Monate wieder. Ach, Beziehung ist was Schweres. Lustigerweise höre ich immer von Leuten, dass ja keiner mehr Beziehung will und die wollen ja alle nur noch, sag ich mal, Entspannung und Poppen nebenbei, um ein bisschen zu entstressen, aber wollen keine richtige Beziehung mehr, weil das ja alles mit viel Verantwortung verbunden ist. Und da denke ich immer, komisch, ich treffe nicht die Leute, die nur poppen wollen. Ich habe da, glaube ich, nicht die Ausstrahlung für, da wäre ich immer zur falschen Seite geswiped. Ich könnte wahrscheinlich reinschreiben, bitte nur lockere Anfragen. Und das würden die dann wahrscheinlich sagen, das ist doch nur ein Scherz von dir. Du willst auch bürsten. Ja. Ich will dann nur bürsten. Nein. Ich finde eigentlich das klassische Beziehungsbild sehr praktisch. Für beide Seiten. Also ich bin wieder auf dem Weg zum bronzenen Sumpf. Wundervoll. Ich grade gerade noch ein bisschen Waffen auf. Beziehungsweise die anderen Waffen, die ich jetzt ausgerüstet habe. Und ich muss da meine großen Säcke aufmachen. Oh, jetzt geht's rund. Er will seinen großen Sack öffnen. Irgendwas riecht hier komisch. Kann das sein, dass es ein Sack ist? Nein. Sicher? Ja. Hast dich nicht gewaschen? Wundert mich nicht bei der Frisur, Proof. Die Vögfreundschaften, nee, das endet meistens böse. Heutzutage ist ein klassisches Beziehungsbild, glaube ich, dass man nur noch vögelt. Weil, also, vielleicht ist es auch eine Sache in meinem Alter. In meinem Alter, oh mein Gott. Es geht los. Ja, du bist schon ein alter Mann. Naja, ich weiß. So, jetzt wollte ich eigentlich noch ein paar Heiltränke machen. Ja, ich habe noch Säcke in der Truhe. Aber nur mittlere Säcke. Ich hatte nur einmal ein Arrangement, sag ich mal, wo es halt dann nur um das eine ging. Ums Bürsten? Ja, aber es lief gut. Also hast du auch die Haare gemacht dann? Ja. Guter Mann. Verkaufst du mir was? Nein, weil du keinen Rucksack auf hast. Du verkaufst ja was. Parato, was hältst du davon als nächstes Projekt für dich dann Dark Souls? Voll toll. Ja, diese Begeisterung aus deiner Stimme, ey. Ey, Alter. Alter, was willst du, mein Alter? Stay out of the... Aber da ist nicht so entspannte Musik im Hintergrund. Dann mach dir halt entspannte Musik an.
Während Dark Souls. Ja, so Katinas Hausband, 10-Stunden-Version. Und dann geht's ab. Was wollt ihr als nächstes hören? Spielt den gleichen Song nochmal. So in etwa. Liebe ist eine komplizierte Sache. Und die Welt wäre vielleicht ganz cool, wenn es nur Kerle geben würde. Ja, und wo kommen die Kerle dann her? Aus Erdlöchern? Ja, wie Zwerge. Dark Souls soll eigentlich einfach sein, wenn man die Gegner kennt oder ein Schippel. Das ist ja so, als wenn du sagst, ja, dieses Spiel ist einfach, wenn man es kann. Natürlich ist das einfach, wenn man es kann. Das ist das, das ist der Lerneffekt. Wenn du gelernt hast, kommt dir die Klausur einfach vor. Wenn du nicht gelernt hast, kommt sie dir unfair und falsch vor. Als hätte sich die ganze Welt gegen dich verschworen. Richtig. Oh, bist du hier? Da bist du ja. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Kommt drauf an, wir können in die... praktisch in den Terminal ins Anwesen gehen, oder wir machen die zwei Nebenquests noch, die wir haben. Machen die Nebenquests natürlich noch. Wir machen alles. Dann wollte ich sagen, lass uns zuerst zum bronzenen Sumpf gehen und dann die Schuppe der Mutter finden. Der Schuppe der Mutter. Ja, ich musste jetzt überlegen, wie ich das raus sag, weil sonst könnte man meinen, jetzt kommt deine Mutterwitz. Deine Mutter hat so große Schuppen. Ja, das war's schon. Wo? Wo? Ich stehe unten. Wo? Ich bin unten ins Wasser gegangen. Ach, da bist du! Ich bin den Pfad runtergegangen. Boah, ja, Social genau, Media Gedöns ist übrigens. Ja, das ist auch schlimm bei Beziehungen. Das ist auch. Social Media führt dazu, dass Trennungen schwieriger werden. Weil du noch mehr das Problem hast, dass dein Partner dir ständig immer wieder über den Weg läuft. Dann wird dir dein Partner plötzlich bei Snapchat empfohlen. Und solche Sachen. Oder durch Verbindungen in Freunden in diesen Social-Media-Kanälen ist es auch einfach, den Partner, sag ich mal, legal zu stalken. Und deshalb sind dauernd Trennungen heutzutage auch länger emotional. Das ist irgendwie voll cool, du kannst die Tränke verstärken. Ja, ich habe die Tränke jedenfalls, ich habe es ja noch nicht im HP-Game komplett verstärkt, aber ich habe die Anzahl der Tränke auf Maximum. Ja, ich auch. Oh, sag mal. Ey, das ist immer so creepy, wenn die auf mich zugleiten, die Biester. Jetzt ist er. Bei mir fällt diese Spinne durchs Wasser. Bei mir nicht. Ich muss sagen, Social Media ist ja eigentlich ganz okay. Aber leider wird es halt wieder nur für Müll benutzt. Ich glaube, du wurdest von einem Speer getroffen. Ja. Mein Gott. Aber was ist denn hier jetzt los? Jetzt bin ich hier krass am Risiken. Okay, jetzt muss ich trinken. Einer ist tot. Also die glitschen hier alle ein bisschen weg. Sorry, das war nur ich. Das war nur ich. Ah, man kann aber sehen, wie mein HP-Balken langsam wächst durch die neue Rune. Ach, du hast es auch eingesetzt bei dir, sehe ich. Hinter dir. Also ich benutze recht wenig Social Media.
Was geht mit dem? Der greift alles an, auch die Wachen hier. Es ist halt eh so krass, was auf Instagram oder sonst irgendwo passiert, dass auf Instagram an sich... Instagram ist eigentlich eine Hurenbeschauung. Es tut mir leid, aber es gibt einfach, sag ich mal, vor allem wenn du als Single so auf Datingportalen so weiter bist, ja, hier bin ich schwer zu kontaktieren, eher über Instagram. Einzige Sache, die die erreichen wollen, ist, dass du auf den Instagram-Account gehst und den abonnierst. Weil du irgendein Typ bist, der Single ist und die ja natürlich anschmachten soll über Instagram, wo sie ihre halbnackten Bilder hat. Und dann schreibt die dich wahrscheinlich noch an und sagt, ich habe übrigens ganz spezielle Fotos noch, nur für dich, mein Süßer. Du musst nur eine Paysafe-Card kaufen. Dann schicke ich dir meine Bilder. Also, gibt's wirklich. Also, wird ganz viel gemacht, ist mir aufgefallen. Über Datingportale. Ich gehe nämlich auch gerne auf solche Sachen ein, um einfach zu gucken, was da für eine Machenschaft hintersteckt. Also nicht, dass ich da Paysafe-Card dann irgendwelche ausstelle und das mache. Mit deiner eigenen Paysafe-Druckerei. Ja. Aber auch ganz viel so Cam-Girls, die über Instagram, sag ich mal, Werbung machen oder über dann irgendwelche Dating-Portale drin sind. Dann per Bots immer wieder, nicht per Bots, sondern per IP-Changing. Immer, nee, Moment, was ist das normal? Per Proxy. Den Standort wechseln, damit die in deiner Nähe auftauchen, dann wechseln die immer die Großstädte durch, um, sag ich mal, die ganze Welt auf die aufmerksam zu machen, weil du kannst ja als Cam-Hure, ich sag Hure, die ganze Welt bedienen, sag ich mal. Und das ist halt schon krass, ey. Danke, Proof, das Argument habe ich gebraucht. Mal hier irgendwie rüber. Proof lockt kleine Kiddies auf Instagram, um ihnen Paysafe-Card zu verkaufen. Warum sollte ich Paysafe-Card verkaufen? Wenn, dann sollen die mir Paysafe-Cards geben. Ich habe das Gefühl, da müssen wir voll außen rumlaufen hier. Möchtest du mit Dr. Proof gerne zusammenspielen? Ah, Paysafe-Card, 50 Euro. Schick Paysafe-Card. Das habe ich gelesen, dass in der, ich glaube, das war die Aschenfolge von heute. Weil einer dich voll gefeiert hat. Es wäre schön, wenn wir auf Steam-Freunde sein könnten. Und ja, habe ich gesehen. Also, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ja, tut mir leid. Also, ich kann verstehen, wenn jemand gerne Videos guckt oder gerne mal mitspielt und so weiter. Aber dieses dann von Anfang an zu sagen, boah, wir werden beste Freunde und schieß mich tot, das ist ein bisschen skurril. Kommst du mal her? Oder bist du schon oben? Ich bin hier gerade hochgeklettert an der Seite. Okay, dann breche ich ab. Ah ja, da geht's hoch. Wir müssen mal im zerstörten Wall rum, ne? Ja, wir müssen ganz außen rum. Obwohl ich sagen muss, Twitter geht noch. Inzwischen finde ich Twitter eigentlich das ungefährlichste Social-Media-Element von allen. Wenn ich bei Facebook sehe, was manche sharen, da möchte ich nur kotzen. Und manchmal mache ich mir echt noch die Mühe, das ist echt ein Problem, wir leben in einer Gesellschaft, wo, sobald du versuchst, Leuten was beizubringen, heißt es, oh, du scheiß Klugscheißer, geh weg. Und ich glaube, das ist ein Problem. Fuck. Und das wird schwierig für mich, dich zu holen, denke ich. Wobei, warte, bis du wiederbelebt wirst. Oder wenn du zu lange, wenn du den ganzen, wenn mein HP weiter wieder voll ist, stehe ich dann vielleicht von selbst wieder auf? Das wäre, lustig. Ja, ich sag mal, was haben wir, ich sag mal, pro Sekunde ein Leben, was haben wir? 300, das dauert 5 Minuten. Ja.
Ja, es kommt aber bei... Nee, es geht ja nicht darum, was für Aussagen du über Twitter triffst, aber sag ich mal, für die Informationsverbreitung ist das angenehm. Bei Instagram ist das jetzt inzwischen bei mir. Ich habe einmal so einen dämlichen Link geklickt, bla bla bla, kauf hier jetzt für deine Nintendo Switch so einen Case, damit du halt die Switch besser greifen kannst. Habe ich das da gesehen, habe ich mal angeklickt, habe gedacht, okay, das ist eine Werbung für, keine Ahnung, in den USA eigene Produktion, gehe ich nach Amazon, kauf da sowas ähnliches. Fertig, war noch irgendwie 9 Euro. Seitdem kriege ich ständig die scheiß Werbung davon, wie der Typ mit seinen verkrampften Händen da sitzt und dann und kauf es hier von der Switch, bla bla bla, und kannst da drüber ziehen, passt perfekt. Sobald du irgendwas anklickst, wirst du einfach verfolgt von der ganzen Scheiße. Und das auch richtig penetrant. Und die verkaufen sich auch die Daten gegenseitig. Guck mal, ich habe diese Aufkleb-Tattoos gekauft bei Amazon. Plötzlich kriege ich auf Instagram Werbung für Inktech, glaube ich, hat sich das genannt. Das ist aus irgendeiner Frucht, so eine Lebensmittelfarbe, die aussieht, als wenn du das wirklich tätowiert hast, und das hält für 7 bis 8 Tage. Aber schweineteuer, du machst damit auch nur so Mini-Tattoos. Sieht halt aus, als wenn du dich bedruckst. Deshalb, das ist genau das Thema gewesen, womit ich mich zuletzt befasst habe. Das richtige Problem ist, selbst wenn das staatlich irgendwie kontrollieren würdest, du kannst es nicht. Also du kannst es nicht kontrollieren, richtig. So. Personalisierte Werbung ist ja auch in Ordnung, weil die werden ja Sachen gezeigt, die dich interessieren irgendwo in dem Moment. Aber personalisierte Werbung kann halt auch falsch sein. Nur weil meine besoffenen Kollegen nachts über meinen Browser irgendwie 8000 Dildos sich angeguckt haben, heißt das so lange nicht, dass ich für die nächsten 7 Jahre Dildos sehen will. Cool, kaiserliche Rüstung. Ja, du willst dir keine 8000 angucken, sondern nur 6000. Und die personalisierte Werbung ist ja eigentlich personalisiert, das ist ja ein falscher, die ist browserisiert. Weil es wird ein Cookie abgelegt auf dem Browser, mit dem du surfst. Und dementsprechend wird das diesem Browser dann vorgeschlagen. Tracker-Blocker können helfen. Ich muss ja sagen, dass ich ja mit dem Online-Marketing bei uns in der Autovermietung sehr gut gearbeitet habe zusammen. Und das kannst du knicken. Sagen wir mal, du willst irgendwas im Internet auch machen, vom Kaufprozess her, da kannst du dir installieren, was du willst, das funktioniert nicht. Um dich zu tarnen. Das ist auch Geldmacherei. Irgendeine Information greifen die immer ab, weil sonst kannst du nicht mit der Webseite kommunizieren. Finde die Schuppe der Mutter, also hier müsste sein. Du siehst ja zum Beispiel, was ganz toll ist, also ich finde ja, dass DSGVO hier oben bin, also ich hab's. Ich finde das eine gute Idee. Dass alle erstmal bestätigen müssen, was für Daten da gemacht, also beziehungsweise gesammelt werden von einem, und dass da ja sehr viel Schutz drauf gemacht wird, weil das natürlich alles ein bisschen Überhand nimmt. Die Leute geben ihre Daten, ohne darüber nachzudenken, raus. Ist halt schon irgendwo Kacke. Oh, jetzt bin ich wieder runtergesprungen, ich könnte kotzen. Aber wo das halt nicht funktioniert, ist halt, wo die dann anfingen, ja, man muss jetzt die Leute darüber aufklären, dass eine Webseite Cookie benutzt. In einer Zeit, wo einfach 99% der Webseiten Cookies benutzt, weil es einfach Vorteile hat, wenn du so eine Webseite machst, um halt Informationen auf einen Rechner direkt abzulagern, du entlastest deine Datenbank, und wenn er irgendwann wiederkommt, hast du so ein paar Informationen, wie ein Warenkorb, der sich für 30 Tage speichert und sowas. Dafür hast du ja einen Cookie eigentlich letztendlich verwendet. Und die haben ja ein Ablaufdatum. Jedes Cookie hat ein Ablaufdatum. Und was hast du jetzt eigentlich daraus
Du hast einfach jetzt auf jeder dämlichen Seite ein Banner irgendwo, wo steht, ja, diese Seite verwendet Cookies und jeder drückt einfach OK. An sich hast du keine Sensibilisierung erreicht bei der Bevölkerung dadurch. Weil jeder immer noch nicht weiß, was man damit anfängt. Oder was die Seite damit anfängt. Und ein paar Seiten machen es auch gar nicht, obwohl sie es machen. Amazon macht das nämlich zum Beispiel nicht, obwohl die ihr gesamtes Werbenetzwerk über ihre Werbebanner ziehen und deshalb, sage ich mal, die Cookies von Amazon über das gesamte Internet verteilen können. Darüber könnte ich mich identifizieren, das ist nämlich eine Trickserei. Weil du kannst nämlich einen Cookie eigentlich nur verwenden auf derselben Webseite. Wenn du aber einen Werbebanner hast, der per iframe eingebunden ist, kannst du diesen Cookie verwenden. Jetzt ist es natürlich ein bisschen technisch, aber damit kannst du das umgehen, weil so gesehen spricht derselbe Server diese Informationen an, aber andere Server können den halt nicht auslesen, den Cookie. Hat das irgendjemand verstanden? Ja, doch, ne? Hast du es verstanden, Baratur? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Ach, scheißegal. Ich suche eigentlich nach einem Alternativweg, aber du bist schon oben hier über diese Felsformation rein, oder? Ich bin hier an der Seite hochgehüpft, ja. Donk Farm hat mich nicht verstanden. Hier, komm mal da, wo ich bin. Ach, jetzt bist du doch drin. Ja. Weil hier ist auch ein Durchgang, da hättest du durchgehen können. Natürlich, warum einfach... Was macht deine Jobsuche? Jobsuche sieht so aus, dass ich an sich Consulting-Work mache für Leute. Das puffert erstmal, sag ich mal, das Finanzielle, um die Umstellung des Kanals auch weiter voranzubringen. Und dann schaue ich mal, was in der Zukunft läuft. Aber jetzt bin ich erstmal noch selbstständig. Okay. Geh ins Federland und finde Flukias Milchzähne. Wenn das nicht willst, musst du eigentlich Cookies nur deaktivieren bei dir. Und normalerweise können die meisten Seiten auch ohne Cookies noch funktionieren. Oh, den kann ich nicht verletzen. Aber den kann ich verletzen. Okay. Welche Quest hast du überhaupt ausgewählt? Finde Flokias Milchzähne. Okay. Das ist die letzte Nebenquest, die ich noch hab. Nee, ist alles gut. Was? Ich teleportiere mich hier hoch, wo Loot ist. Bist so gierig. Bin überhaupt nicht gierig. Doch. Du willst immer nur Loot. Na gut, da teleportiere ich mich auch hoch, weil Gruppenzwang und so. Ich sehe ihn übrigens. Ey, das gibt's doch nicht. Gut. Okay. Richtig, manche Cookies sind sinnvoll. Ich habe jetzt erst gedacht, das steht wichtig, aber es ist sinnvoll. Die Technik an sich ist sinnvoll. Du kannst natürlich auch Sachen in Sessions speichern, aber Sessions, sag ich dir mal, so aus der Webentwicklung, sind halt sehr flüchtig. Und deshalb brauchte man damals von der Webentwicklung her auch sowas wie Cookies, um Informationen länger zu speichern. Ohne, dass du jetzt irgendwie bei dir eine riesige Datenbank anlegst, weil dann hast du wieder... Hilfe, Hilfe! Du steckst fest und brauchst Hilfe? Nein, ich werd gegessen. Oh Gott. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Hinter uns sind Tiere. Fiese Tiere. Fiese Tiere. Vor allem sind Sessions auch ziemlich scheiße, weil du kannst Sessions immer aus Versehen überschreiben. Informationen daraus. Mein Gott, ich weiß ja noch irgendwas, obwohl ich schon lange aus dem Job raus bin. So, dann wären wir fertig. Dann mit dem Skelett zurück. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wer weiß, ob wir zurückkehren können. Moment, da hinten, ich sehe... Hast du es schon genommen?
lass uns mal hier runtergehen, weil ich sehe da hinten einen Checkpoint. Oder vielleicht Reisepunkt, werden wir dann sehen. Warte mal, ist das nicht das Anwesen? Da waren wir doch. Waren wir an dem Checkpoint? Ja, das ist der Checkpoint, den wir kennen. Ja, das ist, wir kommen jetzt nur von der anderen Seite. Dann können wir das Skelett nehmen. So, schnell weggeportet. Dann geht's ab. Oh mein Gott, der Hund ist wieder von Satan besessen. Wie redet er mit dir? Gib mir Futter. Balthasar muss echt permanent Hunger haben. Ja. Ah, dem sein Gebäude ist jetzt auch fertig. Lyra is still out there somewhere, but at least we foiled her forgotten Flokir plans. Now, would you mind if I had my milk teeth back? Thank you. I didn't exactly fancy meeting myself in a dark alley someday. Oh, my poor, misguided Lyra. All I wanted was to save her from herself. It seems that my most dreaded of moments has arrived. A dark decision indeed. The safety of many, or the life of my sister. Ja, schön hier. I honestly don't think there's much left of the Lyra I knew. Cisna has seen to that. Lyra will be deep in the gnaw by now, harvesting for gone. So, let's... Ach so, jetzt kommen wir ins letzte Gebiet. Das letzte Gebiet ist nochmal separatisiert. Aber es hat keine direkte Verbindung, deshalb denke ich, das wird dann im Palast sein. Ja, denke ich auch. A mother scale is so beautiful. See how it captures both light and shadow. And the power. You can feel it in the air. Please, give it to me. It will take me some time to study the Mother Scale, to extract its power. Bajoran has lived a long time. I only hope he can wait a little bit longer. Schildmädchenspeer freigeschaltet. Braucht er nur 7 Spitzen. 7 Spitzen? Ja, 7 Pfeilspitzen für 9 Stück. Und 5000 Seelen. Kann man doch mal machen. Dann sollte der aber Raketenantrieb haben. Ach, jetzt haben wir die Jock. Jetzt haben wir die von Isla Vorsa und Jocke die Reise schon abgeschlossen. Ja. Bleiben noch ein paar. Der ist eigentlich Menschen in dem Spiel oder was sind das für Gestalten? Dafür würde ich dir empfehlen, wirklich das LP einfach zu gucken. Da wird nämlich erklärt, welche Völker es gibt hier. Haben dir deine Eltern oder Geschwister in deiner Notlage geholfen? Geschwister nicht. Eltern ein wenig. Aber effektiv ist das auch ein sehr gutes... sehr gute Community-Arbeit gewesen. So, also ich bin hier fertig. Ich fliege dann zum Punkt schon mal zurück. Ja, ich auch. Also was die Unterstützungsgeschichte angeht.
Weil ich konnte durch Spendenunterstützung letztendlich... ja, eigentlich alles bezahlen. Was anstand noch für das Jahr. So, also ich bin da. Da ist er ja. Ich bin auch da. Wichtiger. Was auch immer. Ach, das bist du ja gar nicht. Hilfe! Ich bin doch direkt hinter dir. Was willst du von mir? Ich hänge hier fest. Dann häng doch einfach mal ein bisschen rum. Entspann meine dich. Villa. Dein Villa. Das Problem ist, man muss halt auch schauen, wie die Entwicklung jetzt sein wird. Also wir haben ja auch viele Veränderungen gemacht auf dem Kanal jetzt. Einige. Man merkt das ja auch einfach vom Content und wie das alles jetzt hier so mehr oder weniger abläuft. Streaming ist noch so ein Thema für, sag ich mal, eher nächstes Jahr, dass wir da angehen. Das werden wir jetzt nicht mehr dieses Jahr anpacken. Du bist der einzige Streamer, wo ich die YouTube-Werbung einfach laufen lasse, just saying. Ja, du musst, glaube ich, sogar nur die ersten 30 Sekunden laufen lassen. Dann wird dir bezahlt. Also musst nicht die ganze Werbung dir angucken. Das Problem ist, dass ich eine positive Entwicklung jetzt durch die Änderung sehe. Aber das zählt eigentlich noch nicht, weil wir haben Weihnachten. Und Weihnachten gehen die Werbeeinnahmen eh hoch. Aber wenn die Entwicklung weiterhin, sag ich mal, so konstant bleibt, dann sehen auf jeden Fall die Zeiten bis so März, April, Mai rosiger aus. Aber ich will jetzt nicht zu viel vermuten vorher. Was ist mit dem Großen los? Warum will der nicht? Der hat Angst. Wieso, wegen deiner Holzbeine? Weil ich Hose offen hab. Klar, das wird gut. Meine Güte, kann er nicht einfach sofort schmeißen? Ja, hau mir mit dem Kolben ins Gesicht. So mag ich das. Einfach ein bisschen mehr Struktur auch. Dann kann ich auch endlich mal Anfang nächsten Jahres ein Kanalvideo machen. Also ein Kanalvorstellungsvideo. Übrigens, wenn du hier reingehst, habe ich schon gesehen, liegt hier noch was. Ah, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gerade vorbeigehen gesehen. Oh, der wollte mich hauen. Nicht immer gleich hauen. Nein, YouTube lässt nicht mehr Werbegelder für YouTuber am Weihnachten. Das hat damit zu tun, dass Werbung teurer wird um Weihnachten drum, weil viele Firmen... Du musst dir das vorstellen, diese YouTube-Werbung, die eingeblendet wird, die wird verkauft, wie bei einer Auktion. Und die Firmen sind bereit, sag ich mal, für 1000 Einblendungen von ihrer Werbung einen gewissen Betrag zu bezahlen. Und zu Weihnachten drum sind die bereit, einen höheren Betrag zu bezahlen als in den anderen Monaten. Und Metro Exodus ist was für mich. Ich habe es auch auf der Gamescom gespielt, war total begeistert von dem Metro-Teil. Wie von den anderen beiden Teilen vorher auch. Hammerstimmung, Hammeratmosphäre. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Vor allem, weil meine Beziehungen zu THQ bzw. Koch Media jetzt wieder besser sind, seitdem ich nicht mehr mit Keysellers zusammenarbeite. Weil man sieht, ich sage, ich arbeite nicht mehr mit MMOGA zusammen und sofort werde ich, also sofort ist vielleicht in Anführungsstrichen, werde ich aber von Creative Assembly, die ja, sag ich mal, mit Sega zusammenarbeiten oder beziehungsweise Koch Media, die machen ja die die Pack-Version in manchen Ländern für die, werde ich nach London eingeladen. Für Three Kingdom. Three Kingdoms. Für das große Anspiel-Event. Freue ich mich sehr drauf. Werde Gameplay-Material und Interview mitbringen.
Wo es sehr lustig war, vom Interview her, weil ich gefragt wurde vom Tim, übrigens ein super Typ bei Koch Media, mit dem ich mich ganz gut verstehe, ob das auch aufgenommen wird. Dann hat er gemeint, dass er mir dann X und Y vorsetzt vor die Kamera. Und dann meinte ich, warum sind die besonders ansehnlich? Kann man die anderen von Creative Assembly nicht zeigen? Nö, ich weiß einfach, die sind cool drauf, die Jungs. Mit denen kannst du auch gut reden und denen vielleicht das eine oder andere noch entlocken. Okay, hier ist eine Sackgasse. Aber hier ist Loot. Aber jedenfalls, Metro werde ich mir nicht nehmen lassen. Auch wenn das nicht, sag ich mal, von der Let's Play-Schiene her dem Kanalkonzept 100% entspricht. Aber ich denke, ich werde Metro eh von Anfang bis Ende durchzocken und ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn ich das dann gleichzeitig aufnehme. Ich habe ein bisschen Spannung im Nacken. Bist du angespannt? Muss balterseitig massieren. Ach, wenn das funktionieren würde. Seine kleinen Popcornpfötchen. Ja. Moment, wir müssen